Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Mit dabei der Natrixer und wo ist der andere? Der Sturmwolf. Hallo. Unsere Speerspitze. Er hat jetzt einen klaren Auftrag. Ich zeige euch das kurz, wenn ihr rausguckt. Der Airdrop fällt genau auf unser Haus quasi drauf, warum auch immer. So. Kann da eigentlich mal auch aufs Dach gehen, oder? Macht doch auch mal Sinn. Zumindest einer. Ich glaube, ich kriege trotzdem auf die Fresse. Egal. Ja, wer weiß. Also ich bin unter dem Airdrop. Einer ist auf dem Dach und scoutet. Ich bin auf dem Dach, Ich gehe mal hier in die Büsche und check die Lage. Unglaublich. Das habe ich auch noch selten erlebt. So. Wer ist denn jetzt wo von euch? Ich glaube, der kommt bei mir hier runter. Hier. Also aktuell ist noch ruhig, sehe nix. Du weißt, du kannst auf die Dings, auf den Fallschirm schießen im Bogen, dann kommt der schneller, dann geht der kaputt und fällt schneller runter. Hör auf jetzt! Ernsthaft? Doch, ohne Scheiß. Du musst nur den Fallschirm treffen, dann geht er kaputt und der fällt schneller runter. Also war zumindest mal so. Das geht auch nur mit dem Bogen. Nicht mit der Armbrust oder was? Doch. Also doch schon, also Pfeile halt. Hm. Das war auf jeden Fall ein Treffer, ey. Sah zumindest so aus. So, wer ist denn jetzt von euch wo? Ich sehe gar keinen von euch. Ich bin hier im Busch. Ich bin auch im Busch. Gut. Nicht, dass ich gleich rufe, da ist jemand und dann seid nur ihr das. Ist natürlich auch schön, dass das Tor mir hier die Sicht nimmt, ne? Nee, der Fallschirm ist, das sieht anders aus. Also vielleicht haben sie es auch rausgenommen. Na, ich probiere es gleich nochmal. Ich gucke mal eben hier. Vielleicht ist der auch noch zu hoch. Siehst du was? Nein. Ja, ich bin jetzt kurz davor mit dem Pfeil und Bogen. Also der... Nee, ich meine an Mitspieler. Nee. Aktuell. Ich treffe den jetzt dann gleich. Aktuell ist ruhig. Zumindest soweit ich das hier. Ich habe gleich keine Pfeile mehr. Ja, lass mal. Ich probiere das gleich nochmal. Und dann. Von hier oben geht's. Das war immer noch nicht. Ja, siehst du es? Ja, ich habe ihn getroffen. Ey, ist ja egal. Siehst du was? Ja, das Ding geht nicht kaputt, aber geil. Ja. Auf jeden Fall, das seid ihr, die laufen, ne? Nee, ich lauf nicht. Ich lauf gerade. Spring. Ich lauf. Ja, hier. Ja. Ich bin am Airdrop. Okay. Bodendose. Ach, ist doch Opti. Da kommt jemand. Beeil dich, da kommt jemand. Von rechts. Go. Los. Lauf ich Richtung Base, ja, oder? Ja, Richtung Base. Ja, lauf du Richtung Base, ich lenk die ab. Ah, fuck, ich hab einen Hit. Ja, lauf. Ja. Ich schieße. So, der hat mich, lauf rein. So, ich bin am Arsch, bist drin? Ja. Wunderbar, so muss es sein. Fail, mein Freund, fail! So. Hast du mit der Pipe geschossen? Ja. Ist der noch da? Ja, der ist noch da. Ich muss ihn mal kurz heilen. Wo ist der? Ja, die gucken vor der Butze. Ja, die gucken bei mir. Die bringen mich gerade nicht um. Weil die bei mir denken. Ist doch scheißegal. So, wichtig ist, dass du drin bist. Kurz heilen. Ich
will ihn aber ins Gesicht schießen. Naja, warte, ich komme auch gleich von oben runter. Zwar nur 40 ja. AP, aber... Jetzt bin ich am Arsch, jetzt komme ich. Geil. Ach, da guck mal, wie viele jetzt da sind. Guck mal raus, ist voll. Ach, herrlich. Ach ja, gut, dass ich zwei Türen eingebaut habe. Ist natürlich dumm, dass das Tor da steht, ne? Nur mal so. Die stehen, nämlich, die stehen nämlich hinterm Tor, ey. Ja, lass die doch stehen. Nee. Ist ärgerlich. Wie geht denn unsere Tür auf? Wie? Ja, die Tür, geht die nach innen auf oder nach außen hier? Welche denn? Also normal immer nach innen. Bei den Fensterläden. Ja, auch normal nach innen. Dann. Warte, ich muss kurz hoch. Na. Ah, ich weiß, wer das Tor gleich kaputt haut mit der Axt. Deine Nase. Sind das nur zwei? Nee, ja. Ich habe da gerade drei gesehen. Ich hole jemand Zeug dann. Können ja auch von oben raus, so ist ja nicht. Too late, my friends. Ja, die stehen ja halt genau hinterm Tor, ne? Nee, nee. Nicht mehr? Die sind an der Seite vom Stein hier. Ja, ich will, lass mich den Türcode mal eingeben. Kannst du. Na, die zwei hauen gerade ab. Oder einer ist zumindest entlang gelaufen hinten. Na, hinten am Berg sind sie. Ah, da. Ja, gut, die haben es aufgegeben. Ja gut, Airdrop war ja auch weg. Gut, da muss ich mal eben hochheilen. Ja, das hat doch geklappt. Ja, haben wir Glück gehabt, dass er ein bisschen in der Nacht gekommen ist. Ne? Ja. Ach, hier, die auch am Stissel. So, was war jetzt drin? Bodendose und nix, oder was? Achso, warte, ich guck gerade, ich hatte es dir in die Kiste. Ah, okay. Für Schnee oder sowas? Es war drin ein Kapuzenpullover, eine metallene Brustplatte, also die HQ-Platte. Okay. 556 Brandmuni, Flashlight, Bodendose, grüne und rote Muni. Ja. Hätte schlechter sein können. Ja, ich hätte aber auch nichts gegen eine AK. Gegen eine Waffe gehabt, ja. So. Ein paar Bandagen und dann. Ja, sollen wir trotz CDs grabben, oder? Ja, wir müssen ja nicht. Moment, grad... ich brauche erstmal Klamotten. Ja, ja, mach erstmal fertig. Kein Stress. Schießt denn schon wieder da draußen? Ich schände seine Leiche. Okay. Was ist denn schon wieder mit dem Code hier los? Ihr wollt mich doch echt hier, ne? Also ich habe nichts gemacht. So. Ja, eigentlich kannst du ja schon direkt die Bodendosen leeren und dann kannst du ja schon mal direkt
4 Sprengladungen machen und dann kannst du direkt den ersten Nachbar hier aufsprengen. Ja. Was kosten die Dose? 75. Schon wieder weg. Also ich habe alles im Inventar von mir. Ja, bist du noch auf dem Nachträgerladen. Achso. Ja gut, ich muss zustimmen, das Essen ist. So, 1000. Schießpulver ist eine Tür. 2000 haben wir, glaube ich, ne? Ja. Ist fast 3 sogar. Also kannst du in der nächsten Nacht Gas geben. Ja. Ja, sollen wir jetzt grabben oder was? Sollen wir es jetzt mitnehmen hier oder? Moment. Oder sollen wir es? Ja, auch wieder die komische Jacke, ne? Ach, hast du schon mitgenommen? Ja, sehr gut. Ja. Ich spreche also mit mir selber die ganze Zeit. Ja. Sag kein Ton, weißt du? Ja, lass ihn mal suchen. Passt schon. Ist klar. Ach, ein Bogen. So. Guck mal, einen Bogen kann ich noch mitnehmen. Bis der fertig ist, kann ich ja noch 3 Bögen mitnehmen. So. Jetzt bin ich soweit durch. Sehr schön. So, was denn jetzt? Hafen oder Kraftwerk? Wo wollt ihr hin? Kraftwerk. Ja, sind Sie gut mit? Nee, wo? Brauchen wir zum Scrappen nicht. Nee, aber da hätte ich doch mal hochgehen können. Ach so, nimm dir einen mit. Ja, also, siehst du. Mal schon mal da sehen. Wo ist er denn? Tja. Ich glaube vorne in der Kiste, da, in der Dresch. Ja, ganz schön, ganz super. Ich laufe erstmal nach hinten, mach 20 Türen auf. Wollen wir? Ja, sicherlich. Ein Scheiß. Donis. Wo war der denn hinterher? Lest mal im Chat. Hier ist eine Kiste. Du mal holen so, aha. What is too hard to just get more? Ja. Rust. Wo seid ihr? Ja, im Kraftwerk. Willi kommt. Macht nichts, ich hab einen Suit. Feder, guck mal an. Feder ist so gut. Der kommt echt, ne? Ja. Ja, dann. Ja. Dann gebe ich mal Gummi, dass ich in das Haus komme. Ja, warte, ich komme. Dass du wenigstens ein bisschen Deckung hast. War das auf der anderen Seite? Ja. Wir sind einmal durch hier, durch das ganze Gelände. Ich weiß aber nicht, ob hier auch noch einer ist. Ich weiß nicht, ob hier sogar 2 sind.
ja, oben ist noch eine, wo du ein Hessman-Ziel brauchst. Hallo, Schwein. Ah, ich bin hinter dir, ne? Ich dachte mich gleich, ich habe einen Suit an, nicht, dass er mich gleich abschießt. Erstmal das Wichtigste. So, was ist denn unser dritter Kumpane? Da ist gerade jemand, ich check außerhalb die Lage, weil da ist gerade einer weggelaufen. Kommt echt der scheiß Heli, ey. Na, aktuell ist nichts zu sehen. Ich hoffe, das sieht uns nicht. Also ich habe mein Dingens rausgenommen. Wenn, dann will er auf dich. Also mit dem Suit passiert eigentlich nichts. Oh, ich hasse es, wenn da so viel Schilder und es dauert immer so ewig. Ja, es dauert ewig. Noch schlimmer sind die Klingen. Die Klingen dauern Jahre oder die Kanister hier, diese. Boah. Ja gut, diese Propangas-Tanks, ja, die lohnt genau. Sich eigentlich nicht mehr. Nee, ich heb die mittlerweile auch auf, mach da lieber Flammengeschütze raus. Liegt aber da nicht. Jetzt legt ihr mal hier unten noch eine Feder rein, da wird es ja nicht geskippt. Kannst du auch noch mitnehmen. Ja. Und wenn du dann gleich zurückgehst, dann gehe ich mal kurz hier die Dinger hoch. Der Natrixer kann ja dann Begleitschutz geben. Die haut auch ab, das ist irgendwo anders jetzt. Ja, was ja gesehen, die müssen ja auch von irgendwo weiter weggekommen sein, also. Beim Airdrop. Nur weil wir den kaputt geschossen haben, haben wir es geschafft. Ja, hast du recht. Jetzt wäre es echt ein bisschen enger geworden, das stimmt. Da kam direkt der eine ja schon an. Ja, aber cool zu wissen. Muss ich auch noch nicht. Oh, was ist denn los da bei dir? Ja, man muss auch erstmal 10 Minuten scrammen gehen, ne? Da geht noch was, ne? Hast du alles? Sehr gut. Ciao, ciao. Sorry für den harten Cut, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen und sorry, dass es ein bisschen kurz geworden ist. Ja, wollt ihr die Hintergründe wissen, schaut euch das Infovideo zu der Staffel an. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.